Hallo, mein Name ist Roland Weber, Produktmanager für Komponenten bei Rosenbauer. Heute stelle ich euch die Anwendung des Rosenbauer Akkulöschsystems vor. Das Rosenbauer Akkulöschsystem ermöglicht ein sicheres und rasches Löschen von Bränden von Lithium-Ionen-Akkus in Elektrofahrzeugen. Die Herausforderung bei diesen Bränden ist, dass Wasser in das Akkugehäuse eingebracht werden muss, um einen Löscherfolg zu erreichen. Eine Wasseraufgabe auf die Karosserie oder das Akkugehäuse von außen hat keinen Einfluss auf die Reaktion im Inneren. Das Rosenbauer Akkulöschsystem besteht aus drei Hauptkomponenten: der Bedieneinheit, der Schlaucheinheit und der Löscheinheit. Alle Kupplungen des Schlauchpaketes sind so ausgeführt, dass ein falsches Zusammenkuppeln ausgeschlossen ist. Die Flexibilität im Einsatz ist ein wichtiger Vorteil des Systems. Egal ob das Fahrzeug auf seinen vier Rädern steht, auf der Seite liegt oder gar auf dem Dach. Oder ob der Akku sich im Unterboden oder im Kofferraumboden befindet. Je nach Lage des Fahrzeuges oder des Akkus können unterschiedlichste Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr mit dem Akkulöschsystem genutzt werden. Das sind zum Beispiel ein Wagenheber, Bölzmaterial, Abstützsysteme oder stufenlos verstellbare Schwerlaststützen. Es sind für die Fahrzeuge Rettungsdatenblätter, zum Beispiel über frei verfügbare Apps, verfügbar. Diese wurden bisher zumeist bei technischer Hilfeleistung genutzt. Bei Elektrofahrzeugen ist dort auch die Lage des Akkus wie auch weiterer Hochvoltkomponenten eingezeichnet. Diese Informationen sind die Basis für den Einsatz des Akkulöschsystems. Das Ziel ist, in das Akkugehäuse einzudringen. Es ist nicht notwendig und auch nicht möglich, die brennenden Zellen genau zu treffen. Das Eindringen in intakte Zellen führt zu keiner Verschlimmerung des Brandes, da mit dem Eindringen sofort Wasser in den Akku eingebracht wird. Sobald Wasser in das Akkugehäuse fließt, wird dieses geflutet und der gewünschte Kühleffekt setzt ein. Dieser führt schließlich zur Beendigung der Brandausbreitung, weil keine neuen Zellen thermisch durchgehen, das bedeutet zu brennen beginnen. Die Erfahrung aus Dutzenden Realbrandversuchen mit unterschiedlichsten Fahrzeugplattformen zeigt, dass unter der Maßgabe der Sicherheit der Einsatzkräfte der Einsatz des Akkulöschsystems so rasch wie möglich erfolgen muss. Wie bei jedem anderen Brand auch, führt ein möglichst früher Einsatz des Systems zur kürzestmöglichen Einsatzdauer.